Aber die Gefahr deiner Nachfrage, Björn, ist im Prinzip, dass ich sag's mal, dann ein Template rauskommt, wo die anderen, die jetzt zuhören oder die dann nachschauen, sagen: Ah, okay, die haben gesagt, das und das ist gut, also mache ich das auch. Und genau das, diesen Eindruck dürfen wir bitte nicht vermitteln. Also da bin ich ganz wichtig, versuche ich ganz hart den Finger in die Wunde zu legen, weil es ist wirklich, ich mache das Beispiel, ich mache schnell zwei Beispiele. Das eine ist uralt, in Anführungszeichen 20 Jahre alt. Die Firma, die heißt tatsächlich auch CAS, hat aber mit der Softwarefirma in Karlsruhe nichts zu tun, aber die heißen mittlerweile irgendwie von Accenture aufgekauft. Die haben für Danone und für Nestlé die Software gemacht. Damals hieß es auch im weitesten Sinne CM. Und ich weiß nicht mehr, welcher von beiden, aber der Geschäftsführer hat gesagt, einer von beiden, mit dem hatten sie schon den Kontrakt und für den haben sie schon was gemacht. Und dann hat die andere Firma, wie gesagt, entweder Nestlé oder Danone, einer von beiden hat dann gesagt, ja, ich will mit euch zusammenarbeiten, weil ihr habt ja für den Marktbegleiter auch schon gearbeitet. Also profitiere ich doch davon, wenn ich das mit euch mache. Und da das jetzt schon ein paar Jahre hinher ist, kann man das auch erzählen, aber der Geschäftsführer hat gesagt, wisst ihr was, das Projekt ist genauso teuer geworden wie das erste Projekt. Also es gab keinen Profit von dem Abkupfern. Ja? Und warum? Und das ist das Wichtige, was ich gerne als Botschaft mitgebe. Das Wichtige ist, auf den Blick eins ist Danone und Nestlé vom Geschäftsmodell zwar fast identisch, ja? Aber die Kultur, die Art der Prozesse sind nicht identisch. Ja? Das hat man dann festgestellt. Und dann kam auch der eine und hat gesagt, naja, nur weil das Nestlé will, will ich das bei Danone nicht oder umgekehrt. Und dann kommt die Frage, die stelle ich gerne immer wieder, was ist denn nach euer USP, wenn ihr es identisch macht? Ja? Worüber unterscheidet ihr euch nachher am Kunden, beim Kunden, direkt im Interaktionsbereich?